Einer der fast witzigsten Twitter-Tweets, als meine Kündigung bekannt gegeben wurde, war, wenn Frau Guiraud ein Mann gewesen wäre, hätte man ihr MeToo vorgeworfen. Hätte man ihr nicht MeToo, hätte man ihr, ja doch, also Sexuelle wenn Belästigung, ja. gewesen wäre, hätte man mir sexuellen Missbrauch vorgeworfen, ja. Das fand ich insofern witzig, weil es ja klar macht, wenn einem sonst nichts einfällt, muss Plagiat halt so wie der letzte Buhmann herhalten, der natürlich auch nur im intellektuellen oder akademischen Raum irgendwie ein Vorwurf ist. Hallo und herzlich willkommen auf Neutrality Studies. Heute wieder mal mit einem Beitrag auf Deutsch, denn ich spreche mit Dr. Ulrike Guiraud, einer der bekanntesten Politikwissenschaftlerinnen Deutschlands. Frau Dr. Guiraud ist die Gründerin und Co-Direktorin des European Democracy Lab. Sie war ab 2016 Professorin an der Universität für Weiterbildung Krems von 2021 bis 2023 war sie Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn, bis diese ihr letztes Jahr wegen Plagiatsvorwürfen kündigte. Dr. Guiraud war auch eine Kritikerin der staatlichen Corona-Maßnahmen. Sie hat damals wichtige Analysen der Gesellschaftslage öffentlich vorgetragen, unter anderem auf dem Kanal des viel zu früh von uns gegangenen Philosophen Gunnar Kaiser. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, war sie eine der Erstunterzeichnerinnen des Manifests für Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Sie hat sich auch wiederholt in den deutschen Medien für eine sofortige diplomatische Lösung des Krieges ausgesprochen. Für ihre realismusbasierte Analyse wurde sie dann auch harsch kritisiert. Persönlich halte ich Frau Guiraud für eine der größten deutschen Denkerinnen unserer Zeit. Darum ist es mir eine ausgesprochene Ehre, heute mit ihr reden zu dürfen. Frau Guiraud, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich wirklich sehr. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und vielleicht fangen wir doch gleich mit diesen unsäglichen Plagiatsvorwürfen an. Frau Guiraud, wie geht es Ihnen? Was wird Ihnen vorgeworfen? Und wo stehen Sie jetzt heute? Heute ist der 18. März, wo wir miteinander sprechen. Ja, also erstmal danke für die Frage, dass ich das hier ausführen darf. Wie geht es mir? Wir kommen jetzt in den Frühling und auch in Berlin scheint langsam wieder die Sonne. Das ist ganz schön. Ich bin, ich sag mal, ein bisschen des Wartens müde. Mir wurde ja im letzten Februar gekündigt. Das ist jetzt über ein Jahr her. Und aus vielen Gründen hat sich das, ich habe ja dann Kündigungsschutzklage erhoben, weil ich die Kündigung in Frage stelle oder die Wirksamkeit der Kündigung. Und aus vielen Gründen ist der Gerichtstermin fünfmal verschoben worden. Also vom September auf Oktober, auf Januar, auf Februar, jetzt auf April. Und wenn man so 14 Monate zwischen Baum und Borke hängt und nicht so genau weiß, was jetzt kommt und von so einem Gerichtsverfahren natürlich viel abhängt für mich, also einerseits die Rehabilitation hoffentlich und natürlich dann auch irgendwelche finanziellen Abfindungen, dann ist 14 Monate warten ist eine lange Zeit. Also insofern, ich fühle mich wohl, aber ich bin auch froh, wenn es dann am 24. April ist jetzt das Verfahren vor dem Arbeitsgericht in Bonn, wenn es dann mal vorbei ist, ja. Zum Fall Guiraud, ich darf das vielleicht mal in die Kamera halten, der Fall Guiraud, Versuch einer öffentlichen Hinrichtung. Ich lege Wert darauf, das ist nicht mein Buch. Ich habe das Buch nicht geschrieben, nicht veranlasst. Das ist herausgegeben von Gabriele Gysi. In dem Buch finden sich drei Beiträge für diejenigen, die das nachlesen wollen. Es ist ein kurzes Buch, also das kann man schon mal in anderthalb Stunden so durchlesen. Der erste Beitrag ist von zwei Soziologinnen, Frau Egner und Frau Uhlenwinkel, die eine empirische Studie gemacht haben über Entfernungen aus deutschen Universitäten seit 2020 und die zu dem Schluss kommen, dass auf Professorenebene, also wir reden nicht vom Mittelbau, 25 Professoren aus fadenscheinigen Gründen letztlich des Amtes enthoben worden, gekündigt worden, gegangen sind. Da sind nicht enthalten die, sagen wir mal, die Mittelbau. Personen, die ja zum Teil befristete Verträge haben und die dann einfach nicht verlängert werden. Dann ist das keine Kündigung, ja, aber trotzdem gehen halt Leute. Das ist noch nicht mal enthalten. Das heißt, erstmal ordnet dieser Band ein und da lege ich großen Wert darauf, dass ich kein Einzelfall bin, ja, also sondern dass wir beobachten können, dass es offensichtlich Entfernungen aus anderen Motiven von deutschen Universitäten gibt. Der zweite Artikel setzt sich mit dem Plagiat auseinander. Der ist von Christoph Löwenich. Der analysiert sozusagen relativ hart klein meine Fehler,
kommt zu dem Schluss, dass es Bagatellen sind, kommt zu dem Schluss, dass es, und ich entschuldige mich auch dafür, Schludrigkeiten sind, ja, also zum Beispiel indirekte Rede ohne Anführungsstriche, dass man also sagt, der Autor sowieso schreibt in seinem Buch sowieso, Komma das, und dann fehlen die Anführungsstriche. Jetzt kann man darüber streiten, ob indirekte Rede überhaupt Anführungsstriche braucht oder nicht, jedenfalls, was ich damit sagen will. Wie auch der Herr Löwe nicht argumentiert oder analysiert, sind es eigentlich Bagatellen. Ich würde gerne hinzufügen, die inkriminierten Bücher, um die es geht, die habe ich jeweils in 3 Wochen geschrieben. Das ist nicht viel Zeit. Es gibt ja auch nicht mehr so wahnsinnig viel Lektorat. Also ich habe mich ja auch schon öffentlich dafür entschuldigt, dass es in diesen nicht wissenschaftlichen Büchern, es ist auch noch wichtig, also es sind keine wissenschaftlichen Qualifizierungsarbeiten, dass es da Schludrigkeiten gibt. Aber um mal eine Dimension zu nennen, die belaufen sich, wenn man das prozentual ausdrücken wollte, also Zahl der Wörter auf Volumen des Buches, liegen diese Schludrigkeiten im Bereich von 0,98 bis 2%. Also im Prinzip könnte man das unter Fehlertoleranz werten. Zum Vergleich, der Europäische Gerichtshof oder der Europäische Rechnungshof hat jetzt angemahnt, dass bei der Vergabe von öffentlichen EU-Geldern, also wo Millionenbeträge vergeben werden, gibt es eine Fehlerquote von 4,5%. Und dafür verlässt kein Kommissionsbeamter seinen Arbeitsplatz. Ja? Also nur um die Dimension mal klar zu machen. Und für diese wirklich Geringfügigkeiten wurde mir dann, also natürlich nicht, also das war der Vorwand, dieser Plagiatvorwurf war der, ich sage Vorwand, ja, oder war der Grund für die Kündigung. Und deswegen habe ich Kündigungsschutzklage erhoben, weil ich eben denke, dass diese Fehler in einem Bereich der Fehlertoleranz liegen, dass es keine wissenschaftlichen Bücher waren und dass, ich sag mal, eine Rüge vielleicht gereicht hätte, aber nicht eine Kündigung, zumal eine Kündigung ohne vorher mit mir Rücksprache zu nehmen, mich zu ermahnen oder auch nur zu informieren. Der dritte Beitrag in dem Band, nochmal, der ist dann von Roberto della Puente. Das ist ein Autor, der versucht, chronologisch das ganze Geschehen nachzuzeichnen. Also wann habe ich was gesagt in der Öffentlichkeit, entweder zu den Corona-Maßnahmen oder eben zum Krieg in der Ukraine? Wann sind die Plagiatsvorwürfe erhoben worden? Von wem wurden sie erhoben? In welcher Beziehung stehen die Personen, die die Vorwürfe erhoben wurden, zu mir? Und der zeichnet das eben nach. Und wenn man das nachzeichnet, dann kann man zu interessanten Schlussfolgerungen kommen. Ja, also es gibt natürlich eine zeitliche Koinzidenz zwischen den Zeitpunkten, wo ich mich kritisch geäußert habe, zu Corona, zur Ukraine, dann danach die Plagiatsvorwürfe gekommen sind. Es sind ja alte Bücher. Ja, also man hätte ja ein Buch von 2016, das der Universität ja auch zur Begutachtung vorlag. Bei meiner Einstellung hätte man die Fehler ja auch schon 2016 finden können oder zum Zeitpunkt meiner Einstellung. Sie sind aber gefunden worden, nachdem ich mich öffentlich geäußert habe. Verstehen Sie? Also das ist halt der zeitliche Zusammenhang, den Roberto de la Puente hier zieht. Und eben auch bestimmte Akteure, die auch immer die gleichen Akteure sind, benennt. Ja, also es geht ganz konkret um die Rolle der FAZ. Es geht ganz konkret um die Rolle eines Trierer Politikwissenschaftlers, von dem alle drei Vorwurfsartikel sind. Und das kann man also alles nachlesen und sich dann eben seine Meinung bilden. Insofern bin ich dankbar, dass es dieses Buch gibt, weil es ist vernünftig recherchiert von drei Autoren. Und ich freue mich eigentlich, dass das Buch inzwischen doch einiges an Beachtung findet. Ich habe mir vom Verlag sagen lassen, dass es jetzt irgendwie so 3000 verkaufte Exemplare gibt. Das ist ja eigentlich schon eine stattliche Zahl von Verkäufen. So. Außerdem gibt es in dem Buch eine Dokumentation. Es gab insgesamt 186 Hassartikel über mich, also Hass und Hetze, umstrittene Professorin, umstrittene Professorin. Um das mal kurz zu sagen, das tut sehr weh, wenn das passiert. Also es tut sehr weh, wenn so viele Artikel so massiv von Leuten, die einen nicht mal persönlich kennen, geschweige denn anrufen, um meine Meinung zu erfahren. Das wäre ja guter Journalismus, dass die Betroffene interviewt wird. Ja, das ist ja alles nicht passiert. Also es gab eine Schwemme von insgesamt 186 Artikeln. Davon sind 50 in dem Buch dokumentiert, also dokumentiert, welche Zeitung, wann, wo und so weiter. Und auch dokumentiert das Buch die Presseerklärung der Universität Bonn nach Erscheinen meines Endspielbuches. Ich habe ja dann im Oktober 2022 mit Hauke Ritz
zum Ukraine-Krieg ein Buch geschrieben, das heißt Endspiel Europa. Ich lege großen Wert darauf, dass man also zum Beispiel in diesem Buch keinen einzigen Fehler gefunden hat, keinen einzigen Fehler, weder inhaltlich noch formal. Dieses Buch habe ich mit Hauke Ritz zusammen geschrieben. Und es ist ein Essay, ein Essay. Also wir schreiben im Beginn, dass es ein Essay ist, die Dinge, den Blick auf den ukrainisch-russischen Krieg anders zu sehen, anders zu beurteilen. Ja? Wir zitieren sogar Adorno, also zu Beginn Adorno in seinem berühmten Aufsatz über den Essay. Was Essay heißt ja Versuch, ja, was einfach nur mal der Versuch ist, eine andere Perspektive einzunehmen. Was im Grunde ich sag mal, die Grundlage auch eines wissenschaftlichen Diskurses ist. Wo guckt man hin? Von welcher Perspektive wirft man einen Scheinwerfer auf ein Geschehen? Das haben wir versucht. Und 10 Tage nach Erscheinen des Buches, das Buch ist am 24. Oktober 2022 erschienen, 10 Tage später hat sich die Uni öffentlich von mir distanziert. In der Erklärung der Distanzierung ist mein Name nicht genannt, nicht ausdrücklich genannt. Es war aber völlig klar, dass ich gemeint bin, weil ja im Nachgang dann 6 übernationale Zeitungen, also nationale Zeitungen, die Distanzierung der Uni aufgegriffen haben und mich dann erwähnt haben. Also es war offensichtlich für jeden klar, auch wenn die Uni mich nicht erwähnt, wussten alle, ich bin gemeint. Und der Vorgang ist insofern ungewöhnlich, als dass ich ja nicht Bücher im Namen der Uni schreibe, sondern ich schreibe Bücher in denen, oder in diesem Fall ein Essay, wieder ein nicht wissenschaftliches Buch. Ich schreibe diese Bücher als engagierte Bürgerin, als jemand, der sich zu einer Debatte einlassen wollte. Wir wollten ja bewusst einen europäischen Aspekt dieses Konfliktes beleuchten. Und ich bin ja Professorin für Europapolitik. Insofern wollte ich mir das erlauben. Und es ist halt auffällig, vielleicht das noch zum Abschluss, dass dieses Buch natürlich einen großen Wirbel gemacht hat und auch die Distanzierung der Uni von mir. Und die Kündigung erfolgte danach. Also sie erfolgte ja dann im Februar 2023, ein paar Monate später. Und auffällig ist eben auch, dass mir noch im Sommer 2022 gesagt wurde von einem Kollegen, dass die Universität Bonn meine Bücher, die ja dann inkriminiert waren wegen Plagiat, durch so eine Plagiatsoftware habe laufen lassen. Und dabei habe man festgestellt, das sei ja nicht viel, wie ich eben gesagt habe, 0,98 bis 2%. Ich solle mir keine Sorgen machen, man müsse jetzt eine Kommission einberufen wegen des öffentlichen Druckes. Dann würde ich eine Rüge bekommen, aber ich soll mir keine Sorgen machen. Ja? Also das war im Sommer 2022, nach dem Corona-Buch, in dem ich die Maßnahmen kritisiere. Dann schreibe ich das Europa-Endspielbuch und dann kommt die Kündigung. Ja? Also das ist als chronologischer Verlauf, sage ich mal, zumindest auffällig. Denn als die Plagiatskommission einberufen wurde im Dezember 22, genau, habe ich halt gedacht, na ja, jetzt ist es genau das, was mir gesagt wurde. Ja, jetzt wird da diese Kommission einberufen und dann werde ich gerügt wegen ein paar Schludrigkeiten. Und stattdessen kam wirklich aus heiterem Himmel, ohne Vorabinformation, die Kündigung. Und das hat mich dann doch sehr, naja, getroffen einfach, ja, also. Jetzt müssen Sie mir kurz helfen, weil in Japan verwendet mehr oder weniger das amerikanische System mit Tenured Position und Vertragspositionen. In Europa, in Deutschland ist das System ja etwas anders, aber gerade in Deutschland ist doch der Mitarbeiterschutz extrem stark unter ihrem Arbeitsrecht. Also in der Schweiz zum Beispiel kann man jeden Mitarbeiter innerhalb 3 Monaten vor die Tür werfen. Aber das geht in Deutschland ja gar nicht. Wieso kann man denn bei einer Professorin an einer Universität, wo doch klar ist, dass Professoren eben noch extra Schutz verdienen in der Gesellschaft, eben genau wegen Kontroversen, wie geht das? Also auch und arbeitsrechtlich? Ja, das werden wir ja, deswegen habe ich ja Kündigungsschutzklage erhoben. Mein Anwalt ist der Überzeugung, dass das eben nicht rechtmäßig war. Und deswegen habe ich ja Kündigungsschutzklage erhoben. Also das ist ja genau der Grund, warum ich jetzt eben darauf warte, dass ein deutsches Gericht, das wird am 24. April verhandelt, dass ein deutsches Gericht das in meinen Augen hoffentlich feststellt, dass das so nicht geht. Ich sage mal dazu, ich bin nicht verbeamtet. Ich war zu alt, als ich berufen wurde. Also ich war vorher schon in Österreich, aber da ich nicht Österreicherin bin, konnte ich in Österreich nicht verbeamtet werden.
Und dann war ich angestellt im öffentlichen Dienst. Ich bin mit 57 an die Universität Bonn berufen worden. Also war ich angestellt im öffentlichen Dienst. Aber das hat eben jetzt ein deutsches Arbeitsrecht zu entscheiden, inwiefern das widerrechtlich war. Und insofern bin ich gespannt auf diese Entscheidung. Es gab ja auch zum Beispiel keine Abmahnung. Ja, es gibt ja eine goldene Regel im deutschen Arbeitsrecht, ohne Abmahnung keine Kündigung. Das ist so ein bisschen die goldene Regel des Arbeitsrechts. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das prüfen zu lassen. Die Universität wird dann natürlich sicher nie zugeben, dass diese Kündigung irgendetwas mit ihren öffentlichen Stellungnahmen zu tun hat, sondern wird jetzt alles auf die Plagiatsvorwürfe abstellen, wobei man dazu eben dann auch sagen muss, Deutschland hat auch eine tragische Geschichte mit diesen Plagiatsvorwürfen. Also sie haben einen Präsidenten verloren über Plagiatsvorwürfe. Sie müssen mir kurz helfen. Wie hieß er? Präsident der Wolf. Republik. Wolf, ja genau. Und er kam ja schlussendlich aus, 2 Jahre später. Alles nichtens. Also er ist 100% reingewaschen von diesen Vorwürfen. Aber da war er dann schon nicht mehr Präsident, weil er natürlich zurückgetreten ist wegen diesen Vorwürfen. Hat das System Ihrer Ansicht nach? Also erstmal lege ich großen Wert darauf, dass ich mitnichten, wenn ich jetzt über diesen Fall spreche und möglichst nüchtern und möglichst sozusagen objektiv über diesen Fall spreche, dass es mitnichten mein Anliegen ist, die Universität Bonn oder die Akteure irgendwie schlecht zu reden. Ja, darum geht es nicht. Also ich möchte wirklich nachdrücklich darum bitten, dass ich versucht bin oder auch die Autoren in diesem Buch versucht haben, den Fall zu kontextualisieren. Ja, also im Wesentlichen geht es, glaube ich, irgendwo nicht um mich und um meine Person und um dieses Plagiat, sondern es geht um eine gesellschaftliche Situation, die in der Bundesrepublik offenbar entstanden ist, in der Konformitätsdruck, Einschränkung von Meinungskorridoren und so weiter dazu geführt haben, in bestimmten Situationen, also zum Beispiel bei der Diskussion über die Corona-Maßnahmen oder bei der Diskussion über den russisch-ukrainischen Krieg, extrem die Meinungskorridore einzuschränken und wo eine Gesellschaft offenbar hochgradig hypnotisiert oder erregt andere Stimmen nicht mehr zu Wort kommen lassen wollte. Und ich glaube, das ist erstmal eine spezifische Situation. Wir haben ja nicht jeden Tag Corona und wir haben auch nicht jeden Tag einen Krieg. Das sind ja neue Situationen. Und es scheint mir so, als musste sich eine ganze Gesellschaft irgendwie einpendeln. Ja, was ist denn jetzt unter diesen Notständen? Was ist da noch erlaubt? Also das scheint mir so ein gesellschaftlicher Prozess zu sein. So wurde ja auch argumentiert bei Corona. Ja, das ist jetzt ein besonderer Umstand und deswegen. Ja, und beim Krieg ist es ein bisschen ähnlich. Also das ist jetzt eben Krieg und deswegen. Ja. Und insofern nochmal, also es geht nicht darum, irgendwen schlecht zu reden. Ich sage das ausdrücklich. Also ich finde, die Universität Bonn ist eine tolle Universität. Ich bin froh, dass ich da hingegangen bin. Und es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, ich hätte ja ein Institut leiten sollen, das Centre Ernst-Robert Curtius, also ein Institut für Europawissenschaften. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, dass auf der Webseite dieses Institutes steht ja der Satz, dass dieses Institut die Aufgabe hat, Europa im 21. Jahrhundert jenseits der paradigmatischen Annahmen des 20. Jahrhunderts neu zu denken, Europa und seine Rolle in der Welt. Und eigentlich habe ich gedacht, dass mein Endspiel Europa-Essay genau das ist, nämlich ein Essay, ein Versuch, andere Perspektiven einzunehmen und Europa jenseits der paradigmatischen Annahmen für das 21. Jahrhundert neu zu denken, also Europa in einer multipolaren Welt. So. Dann kommen diese massiven Reaktionen, die ja nicht die Uni sind, auch das ist wichtig zu sagen, sondern die Uni war ja selber unter Druck. Also es gab die Fachschaft, es gab die Jusos, es gab das Studentenparlament. Also vor allen Dingen die Studenten haben offensichtlich als junge Leute, da müsste man auch noch mal drüber nachdenken, warum das eigentlich so ist, dass gerade junge Leute, die in ihrer kreativen, kritischen Phase sind, Welt neu denken, Dinge anders machen, warum gerade diese jungen Leute diesem Konformitätsdruck bei den beiden Debatten Corona und Ukraine so erlegen sind, ja? Also das ist ja als solches eine interessante Frage für die Gesellschaft. So. Und in dieser Situation schreibe ich also in dieser spezifischen Situation, es ist mir wichtig, das zu sagen, weil es geht nicht darum, irgendwen schlecht zu reden, es geht nur darum, die Situation zu verstehen. In dieser Situation schreibe ich also diese beiden kritischen Bücher. Und eine erregte Öffentlichkeit
setzt die Universität Bonn unter Druck. Es gab ja über Wochen Twitter-Verläufe, Hashtag Ulrike Gero muss diese Uni verlassen, diese Frau schadet dem Ansehen der Universität Bonn und so weiter. Ja. Und man kann sich ja nur vorstellen, dass eine Universitätsverwaltung wirklich unter Druck gerät, wenn sie sowas sozusagen erlebt. Und dass in so einer Situation dann vielleicht Überreaktionen stattfinden, dass man sich dann eben überlegt, ja, was machen wir denn jetzt mit dieser Frau? Das kann man sich ja gut vorstellen. Problematisch ist natürlich, dass dann eben kein Gespräch mehr stattfinden konnte. Also ich war ja immer gesprächsbereit zu jedem Zeitpunkt, also auch gegenüber dem AStA, den Jusos und so weiter. Ich habe ja immer gesagt, am liebsten diskutieren wir doch meine Bücher im Hörsaal. Das wäre die Funktion von Universität, ja, dass wir die Bücher im Hörsaal kontrovers diskutieren. Aber so ist es eben nicht gekommen. So, das war jetzt ein langer Bogen, um Ihre Frage zu beantworten, die da lautet, wenn so eine Situation wie beschrieben entsteht, läge die Vermutung nahe, dass irgendwas gefunden werden muss, um sich dieser Person zu entledigen. Ja? Und insofern sind ja die meisten Plagiatsvorwürfe, die wir jetzt in Deutschland kennen, Annette Schavan oder zu Guttenberg oder Christian Wulff oder was auch immer, kommen ja bei Personen, die aus einem bestimmten Grund sich dann unbeliebt oder unliebsam gemacht haben. Ja, während andere Personen, wo wir auch wissen, dass die Bücher, ich sag mal, nachgerade abgeschrieben sind, Annalena Baerbock ist ein gutes Beispiel dafür, da ist ja offensichtlich dieses Buch, was sie vor den Wahlen geschrieben hat, 90% Plagiat, ja. Aber die Person, sozusagen, die nicht unliebsam ist, die darf, und die Person, die unliebsam ist, die darf nicht. Also im Grunde wäre zu prüfen, ob hier mit doppeltem Maß gemessen wird, ja. Und ich glaube, das kann man bejahen, wenn man sich die einzelnen Vorwürfe so anguckt. Das Zweite, was zu prüfen wäre oder was die Gesellschaft zu beantworten hätte, meines Erachtens, ist, wie die Gesellschaft eigentlich mit diesen im Grunde ja selbsternannten Plagiatsjägern umgehen möchte. Ja, weil die kriegen ja zum Teil Geld dafür. Die werden ja wirklich zum Teil angesetzt auf Personen, um zu sagen, du, da ist jemand, der ist unliebsam. Guck doch dann noch mal nach, ob du da irgendwo im Keller noch eine Leiche findest, so ungefähr. Ja. Und ich habe wirklich überhaupt nichts dagegen, dass in der Bundesrepublik sozusagen unlauteres Verhalten oder Rechtsbrüche aufgedeckt werden. Ja. Trotzdem scheint mir diese forcierte Plagiatsjägerei ein Spezifikum der neueren Zeit zu sein, was genau diesen Zweck erfüllt, nämlich dass im Grunde selbsternannte Personen fast wie so Auftragsarbeiten machen, damit man Argumente findet, um bestimmte Personen aus dem öffentlichen Raum zu drängen. Und ich finde, das müsste die Gesellschaft, also wirklich die Gesellschaft, auch die Universität, müsste beide Fragen diskutieren, nämlich die erste Frage, was macht man mit diesen Plagiatsjägern? Wie geht die Gesellschaft damit um? Weil der eine Punkt ist ja noch wichtig. Sie sagten es, in dem Moment, wo die Vorwürfe erhoben werden, ist das Leben der Betroffenen zu Ende. Und ob die Plagiatsvorwürfe 2 Jahre später widerlegt werden oder nicht, das Dementi interessiert nicht. Ja? Und das ist natürlich auch mein Problem, weil der Schaden ist längst entstanden. Ich bin seit einem Jahr von der Uni entfernt worden und nicht nur von der Uni, sondern eigentlich auch aus dem öffentlich-rechtlichen Leben, ja? Aus Ohne dem Bezahlung, ohne Lohn, nehme ich ohne an. Bezahlung, genau. Also ich habe von Februar auf März letztes Jahr einfach kein Gehalt mehr bekommen. Also das muss man sich auch mal als persönlichen Schock einfach vorstellen, dass sie ihre Kredite auf der Wohnung haben, 2 Kinder und so weiter. Und von 16. Februar auf 1. März kommt kein Gehalt mehr. Einfach nicht mehr. Ja, also das muss man, wenn man 57 Jahre ist, keinen Partner hat. Also stellen sich ja die meisten Leute auch immer vor, dass dann da irgendwie so ein Ehemann ist, der noch Geld verdient. Oder wahrscheinlich stellen sich meisten Leute vor, wenn man in den Medien ist, hat man viel Geld. Oder die Leute stellen sich vor, dass sowieso jeder irgendwas geerbt hat. Nein, also ich lebe von Einkommen und von heute auf morgen kein Einkommen mehr zu haben, das ist schon eine sehr existenzielle Krise. Das heißt, was diese Plagiatjäger machen, das möchte ich nochmal thematisieren. Sie zerstören tatsächlich Existenzen. Und ob man nachher Recht bekommt oder nicht und ob diese Vorwürfe nachher widerlegt werden, ist tatsächlich für die betroffene Person zweitrangig.
Und darüber in einer offenen Gesellschaft mal nachzudenken, hielt ich für wichtig, dass ich glaube, deswegen also hat das Buch auch den Untertitel Versuche einer öffentlichen Hinrichtung, weil der unmittelbare Versuch ist eben offenbar jemanden erstmal zu vernichten. Also, und die Aufgabe, die wir als Intellektuelle und als Akademiker ja haben, ist es ja auch zu analysieren, was im Moment gerade in unseren Gesellschaften vor sich geht, weil genau das ja so schwierig ist. Das Schöne, ich komme ja eigentlich, bin ja eigentlich Historiker, also ich habe eine historische Doktoratsarbeit geschrieben. Das Schöne an der Geschichte ist, dass man in Ruhe zurückblicken kann und in aller Gelassenheit sich anschauen kann, was denn alles passiert ist, weil die Gemüter kochen nicht mehr. Im Jetzt, im Hier und Jetzt, da kocht ja alles. Und dann muss man versuchen, das wieder runterzubrechen. Und wir sehen im Moment also eine gesellschaftliche auch Umkehrung der Anklage und Schuldspruch, die vor sich gehen. Das ist nicht nur im akademischen Kontext, im akademischen natürlich auch. Also ihr Fall reiht sich ein in eine ganze Litanei an internationalen Fällen. Also Frau Claudine Gay heißt sie ja in den USA. Sie war, Genau, glaube ich, sie ja. war die Präsidentin von Harvard oder von Harvard, Princeton, genau. Harvard. Und sie wurde genau gleich. Sie musste gehen, weil schlussendlich kamen dann Plagiatsvorwürfe, nachdem sie sich zu die Meinungsäußerungsfreiheit ihrer Studenten zu Palästina eigentlich positiv positioniert hat. Und dann war sie relativ schnell weg vom Fenster. Und wir sehen das auch in anderen Bereichen. Also der sehr große und sehr berühmte YouTuber Russell Brand wurde nicht mit Plagiatsvorwürfen hops genommen, sondern ihm wurden Vorwürfe von sexueller Belästigung gemacht. Und sein 6-Millionen-Kanal auf YouTube wurde dann sofort demonetarisiert nicht in den USA, Entschuldigung, im Vereinigten Königreich, mit der Begründung, ja, wenn Vorwürfe da sind, da darf der gar nichts mehr verdienen, das ist dann fertig, obwohl noch gar keine Anklage da war. Also hier Genau. werden Leute wirklich mit sozialen Mechanismen fertig gemacht, die auch in der Öffentlichkeit sich expositionieren. Drum meine Frage, wie sollen wir als Akademiker damit umgehen, dass wir eigentlich uns öffentlich äußern sollen, weil das auch unser Auftrag ist und weil wir das ja auch übernehmen wollen, wenn uns dann, so wie ihm jetzt, der finanzielle und persönliche Ruin droht. Also wie gehen Sie damit um, mit dieser Lage? Also erstmal, um auf die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs zu kommen, einer der fast witzigsten Twitter-Tweets, als meine Kündigung bekannt gegeben wurde, war, wenn Frau Gero ein Mann gewesen wäre, hätte man ihr MeToo vorgeworfen. Hätte man ihr nicht MeToo, hätte man ihr, ja doch, also Sexuelle wenn Belästigung, ja. gewesen wäre, hätte man mir sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Ja, das fand ich insofern witzig, weil es ja klar macht, wenn einem sonst nichts einfällt, muss Plagiat halt so wie der letzte Buhmann herhalten, der natürlich auch nur im intellektuellen oder akademischen Raum irgendwie ein Vorwurf ist. Die meisten Leute draußen, Copy-paste das wirklich ständig. einen feuchten Kehricht, ja, ob deine Fußnote richtig ist oder nicht, Hauptsache das Buch ist gut, sage ich mal. Übrigens, um das nochmal zu sagen, also man kann mir wirklich einiges vorwerfen, meinetwegen Schludrigkeiten, ja. Trotzdem habe ich in einem Jahr zu zwei unterschiedlichen Themen, Corona und Ukraine, 200, 300 Seitenbücher geschrieben und die waren beide Bestseller. Also man könnte ja auch mal die intellektuelle, auch kreative Leistung würdigen und sagen, ja, das ist eine gute Leistung und da sind leider ein paar Fehler. Dann korrigiere ich die Fehler, dann ist gut. Ja, also das wäre so ein bisschen, das Bauhaus hatte ja mal gesagt, Form follows Function. Die Form folgt dem Inhalt, ja. Während wir ja heute im akademischen Raum sehr oft das Umgekehrte erleben. Also wir haben ja bei Corona zum Beispiel formvollendete Studien erlebt, die dann irgendwie über eine Woche drei Probanden untersucht haben, um zu sagen, der Impfstoff ist super, super wirksam. Da ist es ja umgekehrt. Da ist die Form gehalten. Also die Oberfläche ist sozusagen super sauber, aber darunter verbirgt sich nichts, ja. Und also nur mal um das zu sagen, ja, also das finde ich auch ein ganz wichtiges, finde ich ganz wichtig. Also nochmal, wir sehen, dass Plagiat so oft herhalten muss als sozusagen das Letzte, was man aus dem Hut zaubern kann, wenn einem sonst kein Vorwurf einfällt.
Wir sehen auf der anderen Seite, und das muss man ja dann auch irgendwie vielleicht mal im Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gegenüberstellen, dass wenn Sie auf den politischen Raum schauen, also sagen wir mal Pfizer Impfstoffskandal, also die Beschaffung der Impfstoffe oder so ein Mautgebührenskandal, wo also ein Minister wider besseren Wissens diese Maut, den Vertrag unterschreibt, obwohl das EuGH-Urteil noch nicht da ist und diese ganzen Sachen, also wo man Cum-Ex will ich gar nicht erwähnen, also wo man zumindest doch erhebliche Verdachtsfälle von Korruption geltend machen kann, die nicht strafrechtlich verfolgt werden, ja, oder wo es dann auch keinen Untersuchungsausschuss gibt. Insofern wäre ja auch für die Soziologen, für die Historiker eine interessante Forschung im Grunde, auf welche Anwürfe eine Gesellschaft reagiert. Und auf welche nicht? Also welche, was ist sozusagen ein Vorwurf, wo eine Gesellschaft, eine Republik sagt, oh Moment mal, da gibt es Betrug und so weiter, aber das verfolgen wir nicht. Aber da gibt es ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler und die müssen jetzt massiv verfolgt werden. Also da ist ja eine Unverhältnismäßigkeit, die ist ja auch mit Händen zu greifen. Das wäre das Erste. Und das Zweite, wie gesagt, dass der Plagiatsvorwurf so ungefähr das Letzte ist, wo eine Gesellschaft, auch interessant für Soziologen, andere Vorwürfe gar nicht mehr bemühen kann. Also Steuerhinterziehung ist ja fast schon ein Kavaliersdelikt. Ich sag mal, seine Ehefrau zu betrügen ist heute auch ein Kavaliersdelikt. Drogen zu nehmen auch. Das heißt, mit was wollen Sie denn jemanden, den Sie unliebsam finden, loswerden? Ja? Und Plagiat zieht da irgendwie noch. Also das finde ich interessant. Auch müsste man ja mal thematisieren, was machen wir denn mit ChatGPT? Also wenn wir jetzt sozusagen, es gab ja in Japan jetzt da irgendwie so eine Literaturnobelpreis oder irgendwie so einen japanischen Literaturpreis, wo die Autorin gesagt hat, sie hätte 5% ihres Romanes mit ChatGPT geschrieben. Das hat die sogar zugegeben in der Preisverleihung. Also insofern ist ja schon die Frage, wie wir überhaupt mit dem Begriff des intellektuellen Eigentums und diesen Plagiatsvorwürfen in Zeiten von ChatGPT demnächst umgehen wollen, ja? Ich werde hier ein nachher bei der Produktion kurz einen Artikel einblenden, der mir gestern gezeigt wurde von meinen naturwissenschaftlichen Freunden, wo ein publiziertes Papier in einem peer-reviewten Journal anfängt, die Introduction fängt an mit sure, here's a possible introduction. Also, das ist der ChatGPT-Einleitung in einem peer-reviewten Journal, das Ja, rauskam. genau. So. Aber jetzt kommen wir zu Ihrer eigentlichen Frage. Wie geht man damit um, dass wir das jetzt sehen, analysieren in verschiedene Richtungen? Weil wir haben ja bisher versucht, das zu kontextualisieren und auch eigentlich haben wir jetzt der Gesellschaft ein paar Denkaufgaben gegeben. Ja, wie wollt ihr mit Plagiat umgehen, mit Plagiatsjägern, mit Unverhältnismäßigkeiten von Bewertungen und so weiter? Und Ihre Frage mit Blick auch auf die Harvard-Professorin, haben Sie mich dann gefragt, wie geht man damit um, wenn man das Gefühl hat, dass man in einem Land, das ja formal die Meinungsfreiheit garantiert und auch als hohes Gut, also als Grundrecht im geschützten Ewigkeitsbestand des Grundrechts ansieht, dass man das Gefühl hat, dass das trotzdem nicht passiert. Was ist dann der eigene Druck, ob man sich trotzdem noch traut? Und die ehrlichste Antwort, die ich geben kann, ist, ich hätte das nicht vermutet, dass es so kommt. Ich hatte einfach, wenn ich das so sagen darf, ein wirklich groß, ich hatte und habe eigentlich, deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt auf den Gerichtstermin am 24. April, ich habe ein großes Vertrauen in diese Republik. Und ich wünsche mir, dass die Rechtsstaatlichkeitsvermutung, ja, dass das hält. Und denn wenn das nicht mehr gegeben ist, dann müssten wir uns wirklich fragen, was Wissenschaft heute ist. Also die Frage liegt ja auf dem Tisch. Das heißt, wenn man an verschiedenen Fällen, Sie haben jetzt die Harvard-Professoren genannt, es ließen sich viele andere Fälle finden von Cancel Culture, ja, auch Frau Schröter mit ihren Büchern zum Islam. Wenn wir das also über verschiedene Fälle so nachzeichnen müssten, auch bei der Gender-Debatte, Frau Mann, wer darf das noch sagen, wer fliegt dann von der Uni? Also es gibt ja viele einschlägige Fälle, auch in verschiedenen Fachbereichen, ja, Biologie, Islamwissenschaften, Europawissenschaften.
dann hieße das tatsächlich, dass man nicht mehr anders denken kann. Also, dass man uns die Möglichkeit nimmt, Dinge von einer anderen Seite zu beleuchten. Und sei es nur, um dann zu sagen, okay, meine Beleuchtung war die falsche, ich gebe dir recht. Aber dass man die andere Seite wenigstens nochmal auf den Tisch legt, ja, dass die andere Seite muss gehört werden. Ja, ist ja dieser berühmte lateinische Spruch, dass Wissenschaft ist ein Diskurs, der sowieso nur funktionieren kann, wenn einer A sagt und einer B und wir dann irgendwo zu C und einer Synthese kommen, also Herrschaftsmeinung, Minderheitenmeinung und so weiter und so weiter. Wenn uns das genommen wird, und das wäre ja die Conclusio, dass die Möglichkeit, die Dinge anders zu beleuchten durch diese Eingrenzung zunehmend genommen wird, und zwar durch Mechanismen, die sich verselbstständigen. Ja, der eine Mechanismus ist sicherlich Drittmittel, dass man sozusagen nur das in den Antrag schreibt, von dem man weiß, dass es gewünscht ist, dann wird es auch gefördert. Und was nicht gewünscht ist, wird auch nicht gefördert. Ja, das ist ja auch eine sublimierte Zensur im Grunde. Ja, also dass man schon vorher weiß, damit kommt man nicht durch. Wenn ich Geld will, muss ich es lieber so schreiben. Das Zweite sind tatsächlich Algorithmen, ja, die, wenn sie so eine Suchmaschine bewegen und dann ihren Literaturkorpus aufbauen, dann spült die Suchmaschine ja schon alles Kritische sozusagen raus. Das heißt, wir haben offenbar Prozesse, die das, was man in den 90er Jahren schon La Pensée Unique, also das einheitliche Einheitsdenken. Denken, ja, das Einheitsdenken nennt, dass diese Prozesse verstärkt werden. Und ich finde, darüber ist also jenseits vom der Fall Guéraud, ich sage mal, das ist der Fall für die Gesellschaft. Das ist wirklich eine Frage an die Gesellschaft, ob sie das möchte.